So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen an diesem Freitagabend im Kunsthaus Bregenz. Ich darf Ihnen Elisabeth Bronfen vorstellen. Herzlich willkommen. Ich glaube, einen Applaus hat sie jetzt schon verdient. Was soll da schiefgehen? Sind nur Fans hier. Insofern erübrigt sich fast eine Vorstellung, aber Frau Bronfen ist sicher eine der wichtigsten Kulturhistorikerinnen, die es gibt. Okay, das ist jetzt schon mal sehr bewegend. Sie hat in Massachusetts studiert, am Radcliffe College und in Harvard und an der LMU. Nicht in Massachusetts, sondern in Bayern. Und sie ist weiter beiden Kontinenten treu geblieben, muss man sagen, dem deutschsprachigen und dem englischsprachigen Raum. Sie ist Global Distinguished Professor an der New York University und an der Universität Zürich leitet sie das englische Seminar. Warum sie hier ist, Also wenn Sie das Buch noch nicht gelesen haben, Sie müssen es lesen. Es ist am 31. Ja, man kann es hier erwerben. Ich glaube sogar mit einer Unterschrift. Wir haben es extra aus Zürich hergetragen und wir wollen es nicht wieder nach Hause tragen. Nein, aber er will was Ernstes sagen. Es ist nicht, weil ich es nicht nach Hause tragen will, sondern... Ja, Unterschrift kostet gar nicht mehr, oder? Nein, wir hatten hier eine Ausstellung, die Unvergessliche Zeit hieß. Und es war ein unmittelbarer Abdruck der Gegenwart, der Kunst der Gegenwart. Und dieses Buch hier ist am 31. August erschienen. Und eigentlich ein ähnliches Vorhaben. Nämlich die Gegenwart, unsere prekäre Zeit abzubilden. Und zwar aus der kulturhistorischen Perspektive. Nomen est Omen aus dem Echtzeitverlag. Das könnte kaum besser lauten, nämlich, ja, vielleicht erzählen Sie mal, Frau Bronfen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind. Also, es ist so, im Januar waren wir ja alle noch, wie soll man das jetzt sagen, carefree, würde man auf Englisch sagen. Und auch im Februar waren wir noch verhältnismäßig carefree. Da habe ich noch im Burgtheater in Wien ein Mashup gehabt und man schimpfte und redete und stellte sich vor, wie wird der Frühling sein. Und dann passierte eben am 13. März, und das kann ich so genau erinnern, weil ich war am 13. März im Klee-Museum in der Nähe von Bern und habe die Ausstellung, die große Retrospektive für die amerikanische Künstlerin Lee Krasner dort gesehen. Und also wir sollten zwar Distanz halten und wir wuschen auch schon unsere Hände und wir benutzten auch schon dieses Wasser, was wir jetzt überall auf die Hände immer tun. Aber es war irgendwie noch, hatte noch was so Leichtfüßiges und ich habe ein Bild davon. Ich kam dann abends mit dem Zug nach Hause, es war Stoßzeit, ich stieg dann mit dem Tram da aus, wo ich wohne, und da ist eine Mikro, das ist so ein Supermarkt, und vor dem Supermarkt stand eine Journalistin und redete ganz aufgeregt auf uns ein, und mir wurde sehr klar, hier ist gerade der Notstand ausgerufen worden. Und dann gab es, ich bin mir sicher, es gab so etwas Ähnliches auch in Österreich, also bei uns war dann innerhalb von Stunden kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Interessanterweise bekam man auch kein Sauerkraut mehr und keine Perlenzwiebeln. Man bekam noch immer Wirts und Linsen. Jedenfalls, ich hatte zuerst tatsächlich so Angst im großen Sinne des Wortes, weil was ist hier jetzt eigentlich los? Und dann ein paar Tage später gab es auch alles wieder in unseren Supermärkten, was mich eigentlich fast noch nervöser machte, weil wenn es jetzt ein Notstand ist, müsste man das doch eigentlich auch irgendwo sehen. Aber nein, die Regale waren noch praller gefüllt mit Essen.
aber eben auch keine Menschen mehr, weil die sollten jetzt alle zu Hause bleiben und die waren auch im Großen und Ganzen brav. Also wir durften uns übrigens in der Schweiz bewegen. Wir durften uns auch bis zu 5 Leuten treffen, aber die meisten Leute taten das nicht. Und stattdessen saßen sie eben zu Hause und dann fragte eine Freundin mich, die in einer Internetzeitung schreibt, ob ich mit ihr ein Interview machen würde. Und dann dachte ich, oh na ja, ich mag die und ich langweile mich jetzt auch so ein bisschen und warum nicht? Ich rede jetzt mal mit der über Pandemie, naja, Virus. Habe ich jetzt nicht richtig viel drüber nachgedacht vorher. Aber über den Tod habe ich schon sehr viel nachgedacht und über die Fehlbarkeit des Körpers und wirklich auch Freud. Also Freud ist ja so ein ganz entscheidender Denker für mich. Ich redete also mit ihr und machte dieses Interview und dann kam, und da sitzt sie hinter dieser schwarzen Maske, Sabrina vom Echtzeitverlag, der ja auch Echtzeitverlag heißt, weil er in Echtzeit produziert, beziehungsweise ich bin manchmal ein bisschen böszüngig und sagte, sie können überhaupt nur in Echtzeit, also wenn richtig Druck da ist, produzieren. Ja, man sieht jetzt das Gesichtsausdruck nicht. Und Sabrina sagte zu mir, weißt du, mach doch aus dem Interview ein Buch. Und ich dachte, naja, ich weiß nicht, ob man aus einem Interview ein Buch machen kann. Und ertappte mich aber dabei, dass ich ein ganzes Wochenende lang mit einem Bleistift auf dem Papier die Kapitel entwickelte. Und der Finger tat so weh und die Hand tat so weh und ich schrieb und schrieb und der Bleistift brach immer ab und ich schrieb weiter, weil ich gucken wollte. Und habe ich gemerkt, tatsächlich, ich bin in Schwung gekommen. Und warum jetzt? Weil ich merkte, wir sind jetzt in einem ganz merkwürdigen Zeitpunkt angekommen. Ein Punkt, wo zuerst einmal es so aussah, als ob alles stillgestanden, also als ob alles stillstehen würde. Es war ein Moment des Stillstands. Und was machen Menschen wie ich, die über Dinge nachdenken, Filme gucken, Bücher lesen und schreiben, wenn alles stillsteht? Genau das. Also Bücher gucken, Filme gucken und versuchen, schreibend irgendwie eine Erklärung zu finden. Und das entwickelte sich dann zu auch fast schon so einem Sog, weil ich dann immer irgendwann mal nur noch das machte, unterstützt von der Furcht oder eigentlich der Freude, dass das ganz bestimmt im Sommer vorbei ist. Also hat Sabrina immer gesagt, sie nickt manchmal mit dem Kopf, glaube ich. Du musst jetzt schnell schreiben, das muss jetzt schnell passieren. Also wir müssen unbedingt, also spätestens Juni muss alles fertig sein. Wir müssen Mitte Juli mit dem Buch rauskommen, es geht nicht anders, weil danach ist es dann zu spät, dann ist es vorbei, dann interessiert es niemanden mehr. Also wir haben das natürlich nicht ganz hinbekommen, sondern ich habe so das Gefühl, irgendeine Muse da oben ist auf unserer Seite. Als wir dann endlich im August wirklich mit dem Buch rauskommen konnten, waren wir genau richtig. In der Zeit, weil wir haben ja alle gedacht, es ist dann spätestens vorbei. Und jetzt merken wir, das ist nicht nur nicht vorbei, sondern ich glaube gar nicht, dass man von der zweiten Welle reden kann. Ich glaube, die erste Welle ist noch gar nicht vorüber. Und ich tendiere jetzt dazu zu sagen, also wenn man einen Pandemiefilm schaut, ist der meistens, sagen wir mal, 2 Stunden. Und wir sind jetzt vielleicht in der Stunde, 1 Stunde und 40 Minuten. Also wir haben noch mindestens 20 Minuten Film oder wenn man das mit dem Camus-Roman überlegt, da sind wir höchstens in der 4. Phase, wenn die Leute gemerkt haben, mein Gott, diese Pest ist hier und die wird jetzt einfach noch lange hier bleiben. Und das ist jetzt so der Moment, wo man, glaube ich, nochmal über die Bücher gehen kann. Aber was mich beim Schreiben auch interessiert hat, war eben tatsächlich festzuhalten, wie meine eigene Haltung gegenüber dem, was uns da gerade passierte, sich geändert hat. Also am Anfang wirklich so ein ganz großes Fragezeichen, was ist das jetzt? Was hat hier stattgefunden? Was heißt das für uns? Wie wollen wir, wie können wir darauf reagieren? Was können wir machen, was können wir nicht machen? Und dann so, indem ich mich den verschiedenen Unterpunkten, die mich interessiert haben, also Virus im Verhältnis zu Krieg. Also es geht mir ja um Bilder und um Geschichten, die immer schon eingesetzt wurden, um Seuchen zu verstehen. Und da ist natürlich die Metapher des Krieges, das Virus ist wie eine Invasion wichtig, da kamen dann auch die Zombies sind wie Viren wichtig. Und durch jedes Gebiet, durch das ich mich durchbewegt habe, änderte sich natürlich auch die Zeit, in der ich das geschrieben habe. Also der Untertitel, zeitgemäßes über Pandemie und Kultur ist eine Anspielung. Mhm.
auf dem Text von Freud. Ne? Genau. Zeitgemäßes über Krieg und Tod, 1915. Mhm. Also auch in unmittelbarer Anschauung geschrieben, versucht sozusagen das Phänomen zu verstehen. Das ist eine Parallele, oder? Und ich finde das einen so unglaublich wichtigen Text. Das letzte Mal, als ich diesen Text für so zeitgemäß fand, war, als Donald Trump zum Präsident wurde und wir so enttäuscht waren, wie sowas passieren konnte. Und wenn man dann zu Freud geht, sagt er uns immer, wenn wir enttäuscht sind, ist es, weil das, was wir vorher geglaubt haben, eigentlich eine Täuschung war. Also der Verlust der Illusion, in diesem Fall war es, jetzt hat es etwas mit amerikanischer Politik zu tun. Und hier fand ich, das ist einmal mehr genau der richtige Text. Und zwar deshalb, weil ein Jahr nach Kriegsbeginn muss Freud sagen, was ist eigentlich aus unseren internationalen Beziehungen geworden? Und jetzt aber Und aus der Kultur, der Kunst, genau, auch, der Zivilisation. Genau. Wir haben gedacht, wir sind alle so kulturiert, wir sind so zivilisiert und auf einmal diese ganze Gewalt, die ganze Barbarei. Und ich fand, das passt sehr gut jetzt auch für uns wieder. Es ist zwar nicht Krieg, aber es ist eine andere Art von Krise. Und die Enttäuschung bezieht sich jetzt für uns auf die perfekt funktionierende, also wir meinten, sie funktioniere perfekt. Wir hätten es besser wissen können. Globalisierung, kapitalistische Kultur. Weil man merken wird, da stimmt wirklich was nicht. Und wie gehen wir jetzt mit dieser Enttäuschung um? Und eigentlich passt es auch aus einem zweiten Grund, deswegen habe ich das auch als Untertitel gewählt, weil Freud im Laufe des Textes, da merkt man wirklich auch, er arbeitet sich durch aus einer furchtbaren Enttäuschung und natürlich auch der Erschütterung, ob der Toten, die ja bereits 1915 da waren, hin zu der Erkenntnis, wir haben mit dieser Täuschung der Zivilisation auch versucht, den Tod zu verdrängen. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Tod wieder ins Zentrum unseres Daseins denken und damit unsere Sterblichkeit, unsere Verwundbarkeit, unsere Fehlbarkeit. Und ich denke, das ist etwas, was uns bei der Corona, bei diesem neuen Coronavirus unterschiedlich natürlich an verschiedenen Ländern, also es ist nicht in allen Ländern gleich gewesen, aber grundsätzlich doch klar wurde, ganz vieles ist versehrt und der Tod ist tatsächlich immer da gewesen. Deswegen haben wir ja auch für das Cover den Totentanz gewählt von Nägeli. Ja. Einen Satz gibt es da auch, wo Sie auf Freud Bezug nehmen, das Unterbewusstsein kennt den Tod nicht oder zumindest den eigenen Tod nicht. Auch das fand ich dann interessant, als ich angefangen habe, die Recherche für das Buch zu machen. Also Recherche heißt mal zu gucken, welche Pandemiefilme will ich mir angucken, welche Literatur will ich mir anschauen. War ich sehr viel auch in verschiedenen Zeitungen und auch im Internet und habe gemerkt, da gibt es andere Texte. Die Filmkritikerin, der Filmkritiker von der New York, vom New Yorker schreibt einen langen Text über Pandemiefilme. Jill Lepore schreibt über Literatur. Leute haben wieder angefangen mit besonderer Inbrunst, Vampirfilme, Zombiefilme, Desasterfilme und eben auch also Naturkatastrophenfilme und eben auch Pandemiefilme anzugucken. Man hat wieder angefangen, Bücher über die Pest zu lesen. Warum würde man das tun? Also man hat jetzt gerade eine irrsinnige Krankheit um sich herum. Warum würde man da gerade darüber lesen wollen? Und passt das der Punkt von Freud. Er sagt nicht nur, dass unser Unbewusstes kennt den Tod nicht, wir glauben auch nicht an den eigenen Tod. Wir glauben eigentlich wirklich, uns wird nichts passieren. Also wir werden überleben. Und ich glaube, das Tröstende an so viel Literatur und Filmen und ja, ich belasse es mal bei Literatur und Filmen, die mit Pandemien zu tun haben, hat ja damit zu tun, irgendjemand hat überlebt. Also zumindest derjenige, der die Kamera hält oder diejenige, die die Geschichte erzählt. Oder liest. Und vor allem diejenige oder derjenige, der liest oder der oder die, die den Film schaut. Also es sind eigentlich immer Texte des Überlebens. Und das ist ja was Freud so interessiert. Wir verdrängen den Tod aus unserem Alltag, aber er ist ja ein so wichtiger Bestandteil unseres Lebens und auch unseres kulturellen Wissens. Irgendwo wollen wir uns mit ihm doch auseinandersetzen. Und für ihn ist es dann die Welt der Fiktion. Und das wäre so das Gegenstück. Das Unbewusste kennt den Tod nicht, aber in der Fiktion können wir ihn genießen, weil der Tod ist da,
aber nicht für mich, sondern für den anderen. Ich kann mich auch mit vielen verschiedenen Todesfiguren, Figuren, die starben, identifizieren, weil am Ende kommt eine neue Figur, mit der kann ich mich auch identifizieren und in jedem Fall überlebe ich das. Ich wurde ja Beginn der Krise schon in den ersten Tagen auch gefragt, gibt es sowas, es gibt feministische Kunst, es gibt performative Kunst, es gibt politische Kunst, gibt es eine Corona-Kunst? Und ich habe keine bessere Antwort gewusst, als einen Scherz zu machen. Ich habe gesagt, wenn es sowas gibt, ich weiß noch nicht, wenn es sowas gibt, dann ist es eine Mischung, oder Melange zwischen Biedermeier und Science Fiction. Können Sie das ein bisschen ausführen? Das finde ich jetzt, der Biedermeier-Teil interessiert mich. Na, Biedermeier war klar, sozusagen, wir sind alle eingeschränkt räumlich. Wir sind sozusagen unsere Reichweiten. Das Familiäre ist plötzlich sozusagen wieder zum Inbegriff sozusagen auch politisch geworden. Die nahe Natur wurde wichtig. Das Kammermusikalische insgesamt. Aber ich will Sie fragen und nicht Sie mich. Nosferatu spielt bei Ihnen eine große Rolle. Und Nosferatu hat doch auch diese Mischkulanz aus Biedermeier und Science Fiction. Es beginnt tatsächlich im Biedermeier mit einer Idylle. Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also der Film Nosferatu, Murnau 22, erster großer Vampirfilm, fast kaum ein Mensch, wenn man den jetzt so fragen würde, würde sich daran erinnern, dass das eigentlich ein Film über die langsame Entwicklung der Pest ist. Und ich glaube, dafür ist es ganz entscheidend, das Dorf, naja, Dorf ist nicht richtig, die kleine norddeutsche Hafenstadt, in der dann Nosferatu landen wird und wo er dann auch schlussendlich durch das Opfer einer Frau sich in Luft auflösen wird, wird exzessiv biedermeierlich, also exzessiv nostalgisch, putzig süßlich. Geschildert. Süßlich. Ja, sehr süßlich. Hutter heißt noch sogar der Mann und seine Frau Ellen. Hutter, Hut, behütet, könnte man da jetzt auch assoziieren. Weil das und ich meine, der Film wird 1922 gedreht. Es soll aber eigentlich im Biedermeier, spielt wirklich im Biedermeier. Also warum das rückversetzen? Weil die Romanvorlage macht das ja nicht. Also bei Bram Stoker ist es eigentlich Bram Stokers Viktorianismus und das viktorianische London, in das der Graf Dracula reist. Und dieses idyllische, süßliche, aber irgendwo auch furchtbare, weil so enge, kleine, dichte, saubere und gleichzeitig auch so irgendwie einen so die Luft wegnehmende, weil in sich so verhaltene, das ist das Gegenstück zu dem exotischen Transsilvanien, wo es den Aberglauben gibt, wo der Graf Nosferatu lebt, wo er sein Schloss hat. Und es prallt dann tatsächlich zweierlei aufeinander, dieses Biedermeierliche, dieses, was wir jetzt heute auch so Retro nennen würden. Weil ich betone nochmal, das ist 1922, das ist einige Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs und natürlich auch nach der spanischen Grippe. Und das sind zwei Dinge, die in dem Film auch verhandelt werden. Man denkt sich eine andere Welt, die scheinbar ganz sicher ist. Und ich glaube, die Bedrohung, die von außen kommt, die eine übernatürliche oder also mit dem Aberglauben zu tun habe und deswegen Science Fiction, diese Bedrohung, die wird noch interessanter, wenn sie dieses altmodische kleine Städtchen trifft, als wenn es eine Großstadt wäre. Insofern kann man das dann auch weiterdenken. Also die anderen Filme arbeiten oft auch mit sowas. Und was Sie auch herausgearbeitet haben, ist, dass natürlich der Überträger und in dem Fall der Anziehungspunkt ist die Frau. Genau. Also es gibt ja zwei Wege, wie Weiblichkeit mit Seuche zusammengedacht wird. Einerseits die gefährliche Frau, die Seuche, entweder die Quelle der Seuche ist. Der Vamp. Der Vamp, das ist auch Pandora, das ist dann tatsächlich auch Louise Brooks als Pandora.
und gleichzeitig praktisch, ein bisschen später, aber so der Wärm, den kennt man ja auch aus den 20er Jahren. Oder eben diese Frau, die bereit ist, sich zu opfern, indem sie den Vampir die ganze Nacht bei sich behält, und zwar so lange, bis die ersten Sonnenstrahlen kommen, und dann löst er sich eben, wie gesagt, magisch in Rauch auf. Also es ist fast dieses alte Bild Eva Maria oder eben die Lebensspendende oder die Zerstörerin. Also das sind so alte mythische Bilder, auf die Nosferatu auch zurückgreift. Aber das andere Interessante ist natürlich, das hat jetzt wieder mit dem Trostspenden, welches ein Film uns anbieten kann oder ein Roman uns anbieten kann. Dieses ist ja eine Fantasie, eine übernatürliche Fantasie und eben auch eine religiöse Fantasie, zu glauben, dass das Opfer einer einzelnen Person, und es muss natürlich die Frau sein, weil sie potenziell ja auch gefährlich wäre, dass das dann dazu führen könnte, dass derjenige, der die Pest vertreibt, ein für alle Mal von der Erdfläche verschwindet und sein Schloss nur noch eine Ruine ist. Wir wissen ja alle, dass das nicht stimmt. Also nach jeder Seuche kommt ja irgendwann mal die nächste Seuchenwelle. Also ist die Frau sozusagen einerseits in unserem Denken diejenige, die die ganzen Seuchen in Gang setzt, und andererseits war auch die, über die die Fantasie, es könnte alles ein Ende haben, verhandelt wird. Während die Frau bei Nosferatu, Ellen, ja komplett sozusagen tatsächlich treu ist und letztendlich sozusagen auch die Welt rettet, indem sie sich selbst opfert, ist in dem berühmtesten sozusagen Film der letzten Jahre, den vielleicht viele gesehen haben, Contagion, auch eine Frau, die Auslöserin, aber sie ist die Überträgerin, und da spielt schon deren Lebenswandel eine große Rolle, nämlich Promiskuität. Also sozusagen, sie ist fragwürdig. Oder zumindest als Hedonistin wird sie eingeführt. Oder eben Promiskuität ist ein guter Begriff, weil das hat ja mit Freizügigkeit zu tun. Und ich bin dem dann nachgegangen, weil es war mir ganz klar, Contagion, damit muss ich mich auseinandersetzen. Das ist ein Film, der ist 2011 erschienen, aber nach dem Lockdown wurde immer wieder in den Medien gesagt, das ist jetzt so der Prequel zu dem, was wir jetzt hier erleben, beziehungsweise das Kino hat eigentlich vorausgeahnt, was uns jetzt mit Covid-19 ereilt hat. Also die Situation ist zwar etwas komplizierter, aber okay. Aber einfach so, dass man auch so diese Idee hat, eigentlich das Kino hat schon vorgedacht und dann holt die Realität das Kino ein. Und als ich hatte das tatsächlich alles wieder vergessen. Es ist natürlich auch interessant, dass als der Film rauskam, interessierte uns dieser Film nur wegen der Stars, Matt Damon und Gwyneth Paltrow und Kate Winslet, und dass Soderbergh eine bestimmte Art des Filmens eingesetzt hat. Ich glaube, als Pandemiefilm haben wir den 2011 nicht so richtig wahrgenommen. Guckt man ihn sich jetzt wieder an, merkt man, bevor irgendetwas passiert, hört man eine hustende Frau und dann sieht man eine schwitzende Gwyneth Paltrow. Und innerhalb von 10 Minuten ist sie nicht nur tot, also in der Küche, nein, nicht in der Küche, doch in der Küche hat sie erst einen epileptischen Anfall, dann sieht man sie sterbend im Krankenhausbett. Nein, Schaum vom Mund, direkt im Zimmer, glaube ich. Aber egal. Küche, ja. Ich glaube schon, ja. Aber dann, nachdem sie dann gestorben ist, unter furchtbaren spastischen Bewegungen, ist es noch nicht genug, dann sieht man ihre Leiche, also nicht wirklich ihre Leiche, aber die nachgemachte Leiche von Gwyneth Paltrow, und dann bohrt so eine Bohrmaschine in ihren Kopf rein, und irgendwann mal stülpt der Anatom die Schädeldecke nach vorne. Ich glaube, wir haben sowas im Hollywood-Kino noch nie gesehen. Und dass das mit Gwyneth Paltrow passiert, ist wichtig, weil das ist doch diese wunderschöne Frau, die wir eigentlich aus Shakespeare in Love kennen, aber auch als abgeschnittenen Kopf in dem Film Seven. Ja. Genau. Seven Todessünden hat auch alles sehr viel mit Pandemie zu tun. Und es stellt sich heraus, das ist die Patientin Null, und sie ist eben im doppelten Sinne freizügig. Einerseits, weil sie ihren Mann mit einem ehemaligen Liebhaber betrogen hat. Das ist in Amerika schon noch immer ein Problem. Das nennt man Ehebruch. Und andererseits, weil sie aber auch von der Bewegung her freizügig ist und eben nicht nur in China war als Geschäftsfrau, sondern sie musste unbedingt in einem Restaurant auch noch Fotos von sich machen und unbedingt den Koch, der da gerade ein Schwein gefüttert hatte mit einem Apfel, das weiß ich nicht, ob es ein Apfel war, aber auf jeden Fall in der Schnauze von der
Schwein, dem musste sie auch unbedingt die Hand geben und da ist die Übertragung der Infektion passiert. Also es ist sowohl die Frau, die ja von ihren sexuellen Bedürfnissen ambivalent ist, auf jeden Fall nicht treu, also nicht die gute Ellen von Nosferatu, aber eben auch die Frau, die lebenslustig ist, die sinnlich ist, die sich in der Welt bewegen will, die sich von nichts eingrenzen lassen will, die wird dann nicht nur als Patientin Null geschildert, also von ihr geht dann die ganze Seuche aus, sie wird auch von den Filmbildern bestraft. Wobei Patientin Null, dieser Begriff ist ja hochinteressant, weil es das erste Mal sozusagen eine Mathematisierung eintritt, die dann im Gegenspieler sozusagen der Ratio, das ist sozusagen die männliche Welt, aber interessante, auch das ist eine interessante Beobachtung, die Sie machen, sozusagen von einem Afroamerikaner gespielt wird, also sozusagen die Ratio. Also ich habe dann auch das, also vieles ist mir wirklich erst aufgefallen, weil ich diese Filme einerseits nochmal ganz konkret daraufhin anschauen wollte und auch die Literatur ganz konkret daraufhin lesen, wie wird hier mit einer Seuche, mit einer Pest, mit einer Infektion umgegangen. Und gleichzeitig, weil ich ja zu Hause war, habe ich alles sehr dicht aneinander geschaut, also wie so kompakt nochmal, auf eine Weise, wie man das ja normalerweise sonst gar nicht tun kann. Und da ist mir eben aufgefallen, der beste Zombie-Filmemacher ist ohne Frage George Romero. Und George Romero, das wusste ich schon noch, George Romero hat eine besondere Liebe für afroamerikanische Schauspieler und afroamerikanische Figuren. Das sind in seinen Filmen entweder diejenigen, die wirklich wissen, wie geht man mit einer Zombie-Invasion um, teilweise, weil sie auch die Verbindung zum Voodoo aus Haiti haben, oder es sind dann die wunderbarsten Zombies, die, mit denen man eigentlich am liebsten zusammen ist und nicht die furchtbaren Zombie-Jäger, das sind dann meistens weiß Rednecks. Aber eben mit dem im Kopf habe ich dann nochmal geachtet, was passiert eigentlich in den anderen Pandemiefilmen. Und praktisch jeder Pandemie, also jeder Pandemiefilm, über den ich geschrieben habe, was eine sehr gute Auswahl ist, stellt in die Position der Figur, die versteht, worum es geht, die in der letzten Instanz richtig handelt, die dafür sorgt, dass die Pandemie überwunden wird, eine afroamerikanische Figur. Und? Erklärung? Ja, die Erklärung, denke ich, ist die, dass, das ist jetzt amerikanisches Kino und diese Filmemacher überlegen sich, welche Gruppe Menschen ist der Gefahr immer schon viel deutlicher ausgesetzt worden und hat deswegen eine viel bessere Sensibilität für die Bedrohung, für das Fehlbare und auch, weil das geht ja dann auch meistens um die fast totalitären Maßnahmen, die eingesetzt werden. Wer würde diese Form von Polizeigewalt, wer wäre dem gegenüber sowieso sensibler als andere? Und das sind dann die Afroamerikaner. Also kommt gleichzeitig in diesen ganzen Filmen auch eine Form von Gesellschaftskritik rein. Die weißen Mittelschichtsmenschen fühlen sich so in ihrer sie fühlen sich so sicher in ihrer Lebenswelt und sie fühlen sich auch so berechtigt in ihrem Privilegiertsein, dass sie blind gegenüber Gefahren sind. Während bei den Pandemiefilmen geht es ja wirklich darum, die Leute wollen es zuerst nicht sehen, sie wollen es nicht wahrhaben und erst wenn es wirklich katastrophal wird, sind sie gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Das hat aber auch mit einer willentlichen Blindheit zu tun und eben mit der Blindheit, die mit der Idee, privilegiert zu sein und ein Recht auf dieses Privileg zu haben, einhergeht. Und ich glaube, dass der Einsatz von afroamerikanischen Schauspielerinnen und Schauspielern setzt dem auch so nochmal was entgegen. Und der geht aber quasi quer zur Realität, denn tatsächlich sind die Entscheidungsträger genau. Ja, keine Afroamerikaner, ne? Oder? Nein. Okay. Aber deswegen ist es ja so interessant, dass in Contagion der von Lawrence Fishburne gespielte Mann, der Direktor des CDC ist, also dieses Center for Disease and Prevention Control. Also die oberste Behörde einfach. Ja, und
Lawrence Fishburne kannte man 2011 natürlich aus dem Film Matrix, wo er dem Neo gesagt hat, you know, I can show you the way, but you must go the way. Also wo er wie so eine Art Guru geredet hat. Also es ist fast ironischerweise im Kino, glaubt man einem afroamerikanischen Schauspieler wie Lawrence Fishburne noch viel eher, dass er Autorität hat, als in der Realität. Blindness ist auch ein Film, oder? Weil wir vorher über Blindheit gesprochen haben. Also da geht es auch um eine politische Metapher, wie so oft. Also der Virus ist nicht nur ein Bild, ein Denkbild, sondern natürlich auch eine Metapher für politische Verhältnisse. Also wenn man sich die Filme dann anschaut, merkt man, da ist auch so eine Entwicklung, wo man die politische Bedrohung sieht. Filme, die etwas früher gemacht wurden, sehen dann die politische Bedrohung eher innerhalb des militärischen Systems, dass es da gewisse Schurken, Generäle gibt, die bereit sind, auch ein ganzes kalifornisches Dorf zu opfern, damit sie an einem Virus festhalten können, um daraus eine biologische Waffe zu machen. Also ich beschreibe jetzt den Film Outbreak. Und Blindness, der auf dem Roman von José Saramago basiert, macht was ganz Interessantes, weil da sind die Bösewichte auch vielleicht außerirdische, aber vor allem politische Kräfte, die alle Leute so befrieden, dass sie keine Aggression mehr haben. Also gibt es auf einmal in der Welt auch keinen Krieg mehr. Es gibt keine terroristischen Angriffe, es gibt keine Kriege, es gibt keine Konflikte mehr. Und man würde denken, das ist jetzt doch eigentlich eine perfekte Welt. Aber gedacht ist das natürlich entlang unserer Horrorfantasie, die wir von Orwell und von Huxley kennen. Eine Welt, in der es keine Konflikte gibt, in dem die Menschen nicht auch ihre Aggression ausleben können, ist keine humane Welt. Und insofern ist die Ironie am Ende dieses Films, haben sie dann tatsächlich die Seuche wieder in den Griff bekommen und die ganzen infizierten Wesen, die alle so friedfertig geworden sind, auch wieder ausgelöscht, ist dann die Ironie, dass dann jemand sagt, naja, ist denn jetzt die Pest vorbei? Und dann sagt der Chef von einer Gesundheitsbehörde, sagt, naja, schauen Sie doch einfach die Fernsehbilder an. Und da sieht man dann eben wieder Krieg und Gewalt und Konflikt. Aber was der Film auch zeigt, ist, ein Versuch, eine absolut friedliche Kultur herzustellen, heißt, alles, was irgendwie widerständig ist, auszurotten. Also es ist an sich Totalitarismus. Aber was hätte Freud dazu gesagt? Also sozusagen, Kultur ist ja für ihn auch Sublimierung, sozusagen Umdeutung in eine friedfertige Art und Weise der Auseinandersetzung mit der Verwundbarkeit, mit der Verletzlichkeit, mit dem Tod. Ich bin ja Kunsthistoriker und denke eher sozusagen in Bildern der Kunstgeschichte, und in dem Text von Freud, Zeitgemäßes über Krieg und Tod, kommen nur zwei Bilder vor, nämlich zweimal Raphael, einmal der Parnass und einmal die Schule von Athen. Und im Parnass, Raphael, so, da ist es ja so, da sitzt der Apoll in der Mitte von den Musen, der Psychore, und Calliope sitzt neben ihm, und er ist ein Softie eigentlich, ein Jüngling, der eigentlich dem es gut geht und der die Lyre in der Hand hat, und der ist ja vollkommen befriedet, und da ist jede Form von Virilität ist da weg. Ist der auch schon sozusagen vom Virus befallen und lethargisch geworden? Das kann ich jetzt ganz schlecht beantworten, aber ich kann eigentlich nur doch noch mal was vom Freud, also noch mal zu dem Freud zurück, und natürlich Freuds Hoffnung ist immer, dass der Eros siegen wird, also dass der Eros über dem Thanatos, das ist ja so dann das Hauptbild, was er dann später in seinen Schriften entwickelt, siegen wird. Und natürlich ist Freud, weil Freud wirklich an der Idee der Kultur festhält, was ich eigentlich auch tun würde. Jemand, der sagt, wir müssen diese ganzen gefährlichen barbarischen Triebe, die Aggression, die Wut, den Neid etc., wir müssen das irgendwie versuchen zu sublimieren. Also mitten in dem Film Blindness gibt es überhaupt eine Diskussion zwischen einem Botschafter, ich glaube, das ist ein polnischer Botschafter, und unserer Heldin, was praktisch aus einem Freud-Text entstammen ist, wo es eben wirklich über diese zwei Triebe, der erotische Trieb, der auf Fortpflanzung und immer größere Einheiten stiften ausgerichtet ist, und eben, was er dann später den Todestrieb nennt.
Und darum geht es mir, der Freud im gleichen Zug, indem er sagt, es muss in der Kultur um Sublimierung gehen, sagt gleichzeitig, aber diese Aggression, diese Destruktion, die können wir und dürfen wir auch nicht aus unserem Leben rausdenken. Weil wenn wir sie verdrängen, dann, und das ist ja der berühmte Spruch von Freud, dann schlägt das was im Unbewussten verdrängt wurde, kehrt dann mit einer Vehemenz zurück, also die Rückkehr des Verdrängten. Und wenn wir jetzt zurückkommen in unsere Gegenwart, also was ja faszinierend ist in dem Buch, ist, dass es tatsächlich in Echtzeit geschrieben ist. Es ist sozusagen, es kommt ohne Apparat aus, ohne Fußnoten. Es ist unglaublich. Ich habe es nicht nur einmal gelesen in diesen verbliebenen so ein bisschen mehr als 2 Wochen. Es ist sehr, sehr süffig und man kommt da rein und es ist großartig einfach. Aber was mich am meisten fasziniert, ist sozusagen, dass es in der Zeit ist und dadurch ein Bedürfnis stillt, das wir alle haben, nämlich genau diese Fragen, die uns die Wissenschaft nicht beantworten kann, die uns die Politik verordnet, Antworten verordnet, dass wir uns die stellen. Ich habe schon erzählt, dass in der Ausstellung, die wir da hatten, ich das Gefühl hatte, dass die Besucherinnen und Besucher, die sind durchlässiger geworden, absorbierender, sorgfältiger in der Wahrnehmung, aber auch intimer in ihrer Wahrnehmung, und weil sie sich alle Fragen stellen, und die Kunst und die Kultur, Film, Literatur, die können solche Fragen nicht beantworten, aber in andere Ebenen führen und, verzeihen Sie das altmodische Wort, sinnstiftend werden. Genau. Also es war für mich ja auch so das Interessante, normalerweise ist das nicht die Art, wie ich mit Literatur und Film umgehe, weil ich das eher immer alles viel komplizierter machen möchte, als es schon ist. In diesem Fall hatte ich aber wirklich, es interessierte mich, was heißt es jetzt zu sagen, Literaturkunst kann nicht nur Trost spenden, sondern zum Nachdenken anregen. Also ich habe am Anfang des Lockdowns, also wir haben uns ja früher immer in den E-Mails, ganz zum Schluss steht dann immer aus einem sonnigen Berlin oder einem verregneten Wien oder was immer, wo man sich fragen muss, was interessiert mich jetzt die Wetterlage in einer anderen Stadt? Und hier kam dann immer in diesen apokalyptischen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, in diesem was immer. Und ich fand, also apokalyptisch ist falsch, es ist nicht die Apokalypse nun bei weitem nicht, das ist so einer meiner Lieblingssätze in dem Buch. Das war nur die Trockenübung. Das muss man sich einfach mal klar machen. Ja? Also apokalyptisch ist es nicht, aber merkwürdig. Das gefiel mir als Idee. Merkwürdig heißt nämlich bemerkenswert. Und was mich daran auch jetzt interessiert und was ich mit dem Buch eigentlich auch bewirken möchte, dass man nicht noch die Filme nochmal anschaut oder die Bücher liest, sondern aufmerksam wird, achtsam wird, über Sachen nachdenken. Ich finde jetzt, also Sinnstiftung besser als Sinnlösung, weil Lösungen, das macht mich immer wieder nervös, jede Sinnlösung deckt ja wieder was zu. Aber Sinnstiftung als Sinnstiftung, dass man versteht, wir brauchen jetzt irgendwie einen Versuch, also nein, Entschuldigung, wir brauchen eine Orientierung. Wir müssen uns irgendwie den Blick neu adjustieren und wir brauchen irgendwas, was sinnvoll ist. Und das ist tatsächlich, was Literatur und was Film und auch Kunst ja grundsätzlich macht, indem sie sagen, wir bieten hier Deutungen an. Wir bieten hier Möglichkeiten, über etwas weiter nachzudenken an. Und da sah ich auch und sehe ich auch übrigens weiter die Chance in dem, was das Jahr 2020 gewesen sein wird. Dieser radikale Stillstand, der einsetzte und jetzt fangen wir irgendwie langsam wieder an, hat ja sehr viel mit einem Angebot zu tun. Und ich will jetzt gar nicht so groß sagen, die Welt völlig verändern, aber durchaus ein bisschen mit Rilke wenigstens zu begreifen, ich muss mein Leben ändern. Oder was hieße das, mein Leben anders nochmal zu denken? Noch Dinge, die völlig normal waren und dachte, das kann gar nie anders sein, doch nochmal anders zu denken. Und das war ja eigentlich auch immer das, was Kunst macht, einen zum Nachdenken zu bringen, zum anders anschauen, anders emotional auf etwas reagieren, überhaupt begreifen, dass man nachdenken muss. Und mir hat das jetzt so gefallen, was Sie vorher gesagt haben. Einige sind dicker und andere. Einige sind dicker geworden, andere sind
dünner geworden, aber niemand ist dümmer geworden. Ja. Also es ist wirklich eine Zeit, wo Menschen angefangen haben, nachzudenken, zu lesen, zu überlegen, zu reflektieren, anstatt einfach sich zurückzulehnen und Popcorn zu essen. Aber einen kritischen Punkt habe ich schon, den ich mir selber auch entdeckt habe. Also es ist nicht die Zeit für Formalismen, es ist die Zeit der Narrative. Ja. Warum? Ja, also das liegt mir natürlich, weil ich bin ein Mensch, die eher in Geschichten denkt, als rein formal denkt. Also ich meine, mir ist natürlich völlig klar, jede Geschichte ist formal und mir ist der formale Aspekt eines Films, eines literarischen Textes, eines Kunstwerkes natürlich extrem wichtig, weil ich immer auf die ästhetische Formalisierung insistiere. Aber ich bin jemand, ich streite mich dann mit vielen Leuten in meiner Welt, weil die wollen nie auf Geschichten eingehen. Sie haben Angst vor Geschichten. Ich habe mich immer gefragt, warum habt ihr eigentlich so viel Angst davor, dass ein Film narrativ ist, dass er eine Geschichte erzählt? Also dieses ganze Argument gegen also das antinarrative Kino, Nouveau Roman und so weiter. Wir dürfen uns nicht in die Figuren hineindenken. Ich glaube, wir brauchen diese Narrative wirklich im Sinne von, was Freud sagt, da können wir etwas ausleben, was in der Realität nicht auszuleben ist. Das sind so einfache Thesen, die auch aus der Kulturanthropologie kommen. Aber auf der Ebene der Geschichte können erstens mehrere widersprüchliche Positionen dargestellt werden und glaubwürdig sein und im Widerspruch zueinander, auch wenn dieser Widerspruch sich nie auflösen lässt, dargestellt werden. Und wir können auch mit den verschiedensten Positionen uns identifizieren, weil es eine Fiktion ist. Und es kommt eben wirklich dieser Punkt dazu, Konflikte werden ausgespielt, sie werden durchgelebt und es läuft auf eine Auflösung hinaus, die sich aber auch als Auflösung erklärt. Also nicht, das ist es jetzt, sondern das wäre jetzt ein Erklärungsangebot. Und ich denke, in Zeiten der Krise ist das das, was Leute wollen. Sie wollen von sich erzählen, also aus sich eine Geschichte machen und sie wollen Geschichten von anderen Leuten hören. Ich glaube, das Geschichtenerzählen, ich zitiere ja Blumenberg, der sagt, ja. Blumenberg hat mal gesagt, wir erzählen uns Geschichten im besten, also im friedlichsten Fall, um die Zeit zu vertreiben und im schlechteren Fall, um die Angst zu vertreiben. Und ich glaube, das ist der Punkt, da ist die Angst da. Es ist nicht, dass die Angst dann wirklich weg ist. Sie ist wie das Fundament und auch das, was ein bisschen weggeschoben wird. Und ich würde immer betonen, und wir wissen, dass es das tut. Also es ist nicht dumm, aber wir können nicht permanent in einem Zustand von Furcht und Angst leben. Oder wenn wir das nicht wollen, ich glaube, die Geschichten helfen uns, das zu vertreiben. Freud selber hatte ein Problem mit dem Nicht-Narrativen. Ich noch einmal sozusagen, da gibt es den Leonardo-Aufsatz und gleich im ersten Absatz sagt er, er schreibt jetzt über bildende Kunst, obwohl er kein Fachmann sei, aber es geht sozusagen um dieses Bild. Aber er kommt auf die Musik zu sprechen und er sagt wörtlich, ich werde jetzt nicht über Musik sprechen, weil Musik sozusagen sei nicht narrativ und über das kann er deshalb nicht sagen. Mhm. Stimmt das? Ich glaube schon, ja. Also ich kann auch so schlecht über Musik sprechen. Was ist mit Love Songs? Mit Love Songs. Ja, aber die Love Songs sind dann doch Love Songs, weil, also ich kann über die Libretti was sagen. Ich kann was über die Lyrics etwas sagen. Ich bin aber auch nicht Musikologe. Jetzt sitzt da jemand, die da viel mehr von versteht. Ich bin auch nicht musikologisch ausgebildet, um zu erklären, ob nicht vielleicht doch genau diese Art von Auflösung, die auch im Narrativ ist, nicht auch in der Musik ist. Und in der Musik kommt natürlich etwas anderes ganz Wesentliches, nämlich die Art und Weise, wie man affektiv bewegt wird. Also weit über das, was Bilder und was Text, also die Erzählung sowieso machen können, weil man sich da wie auch völlig hinein begeben kann. Aber wäre das jetzt sozusagen auch eine nicht nur kulturhistorische Analyse von Texten und Filmen, die es gibt, wie würden Sie die Gegenwart überhaupt beurteilen? Hat jemand eine Chance, der jetzt ein Formalist ist, im Sommer oder Herbst 2020? Also ich möchte niemandem sagen, was er oder sie machen soll. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen an einer Kommission zu einer Qualifikationsschrift teilgenommen, habe diese Schrift mit Händen und Füßen verteidigt und habe mich trotzdem gefragt,
wie kann man über dieses Thema arbeiten? Es ging um Atem, ohne Atmen in der Poesie und in der Literatur. Wie kann man darüber arbeiten, um nicht I can't breathe ins Thema, also ja, um nicht, dass jetzt genau die Frage des Atems auch in Bezug auf den Coronavirus eine ganz andere Bedeutung eingenommen hat. Also wie kann man darüber arbeiten, ohne nicht darüber nachzudenken, was heißt das für uns jetzt kulturpolitisch, politisch und so weiter. Also insofern würde ich sagen, man kann das machen, hat man es schwer oder nicht. Ich würde jetzt einfach sagen, ja, jetzt gerade im Moment brauchen wir vielleicht was anderes. Also, weil ich, wie gesagt, es geht mir nicht um was Vorschreibendes, aber es gibt so Zeiten, wo man es, ja, das ist jetzt vielleicht doch moralisierend von mir, wo man es sich erlauben kann, auch in der Philosophie nennt man das ja le sexe des anges, also dass man über das Geschlecht der Engel 500 Seiten schreiben kann. Aber es gibt im Moment wirklich brisante Fragen und da hatten wir uns ja schon drüber unterhalten. Ich finde, es ist die Sternstunde der Kultur und der Kunst und der Kulturwissenschaft, weil wir wirklich da jetzt etwas tun können, wo wir merken, die Statistiker, die Experten, es ist ja gut, dass man Experten hat, aber die können uns ja da nicht helfen. Das können wirklich nur Leute aus dem Bereich Kunst, Kultur. Und diese Chance sollten wir uns jetzt nicht vertun, indem wir uns auf etwas konzentrieren, was jetzt im Moment nicht so brisant ist. Also statt Handlungsanweisungen der Politik eher sozusagen Sinnverweisungen aus der Kunst. Ja. Eins ist mir aufgefallen, ein Gedankenmotiv taucht auch immer wieder auf, das man aus der Philosophie der 90er Jahre kennt, nämlich das Futur 2. Ja. Also es wird gewesen sein, es wird sich eingestellt haben. Eigentlich ist es nicht nur in der sozusagen Philosophie der 90er Jahre, Derrida im Speziellen, ja, genau, sondern es ist interessanterweise auch das Denken jedes Investors. Ja. Also es wird sich gelohnt haben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. aber das ist ein wichtiges Gedankenmotiv im Hinblick, wenn die Gegenwart uns die Kehle zuschnürt, dass wir hoffen sozusagen, dass wir wenigstens auf die Zukunft zurückschauen können. Zukunft zurückschauen, also es ist wirklich dieses Back to the Future, was ich so interessant finde und auch das habe ich in der Literatur erst entdeckt und es gibt eben einen Roman, den ich den Leuten auch so gerne ans Herz legen möchte. Es ist nur leider so, dass es keine gute deutsche Ausgabe, also die es gibt, ist wirklich nicht gut, aber Mary Shelley hat neben Frankenstein auch einen Roman geschrieben, der heißt Der letzte Mann, The Last Man und das, die Spekulation Fabulation, so nenne ich das jetzt, die sie da entwickelt, ist, dass eine Wahrsagerin, also eine Sibylle in der Antike sich vorstellt, wie am Ende des 21. Jahrhunderts tatsächlich die Welt zu Ende geht. Also das ist dann wirklich eine Apokalypse. Also es überlebt ein einziges Männchen, aber wie lange weiß man ja nicht. Gefunden wird dieses Manuskript aber Anfang des 19. Jahrhunderts, also gleichzeitig mit dem Leben von Mary Shelley. Das heißt, der Gedankengang ist, man überlegt sich eine mögliche Zukunft der absoluten Katastrophe, von der aus man dann in die Gegenwart schaut. Das wäre jetzt für Mary Shelley Anfang 19. Jahrhundert. Der Text kommt aber aus der Antike. Also es ist diese Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. So wird es dann gewesen sein, wenn. Und ich glaube, das ist das Entscheidende am Futurum 2 auch. Es könnte so dann gewesen sein. Es muss aber nicht so sein. Also es ist nicht nur dieses, man schaut in die Zukunft in der Hoffnung, was könnte dort, nein, es ist eigentlich genau das. Man schaut in die Zukunft und von der Zukunft zurück, also man schaut sozusagen, man imaginiert sich den Blick von der Zukunft auf die Gegenwart in der Hoffnung, dass man etwas in der Gegenwart anders machen kann, damit die furchtbare Zukunft nicht eintritt. Das ist ja auch die Logik von dem Film Back to the Future, weil der junge Mann ja tatsächlich aus der Zukunft in die Vergangenheit muss, um dem Vater, ist verworren, aber man kann etwas verändern, wenn man weiß, wie etwas ausgegangen ist. Also oder da ist natürlich auch ein utopistischer Gedanke dabei. Man muss sich die Zukunft nicht als Katastrophe zwingend vorstellen. Aber was hieße es, wenn sie nicht zwingend so sein müsste? Und das ist immer ein Appell an
was können wir jetzt machen, anders machen, wenn wir überlegen, wie wird das später aussehen? Also das ist die Frage, die mich auch immer wieder jetzt Leute, was werden in 10 Jahren die Leute über 2020 sagen? Aber trotzdem gibt es ja die Idee des geschlossenen Werks. Vor ein paar Wochen saß hier Marlene Strerowitz und die hat begonnen, in der Isolation einen Covid-19-Roman zu schreiben, den sie zweimal in der Woche veröffentlicht. Sie nennt dieses Werk Roman, also zweimal in der Woche online veröffentlicht. Aber sagt dazu, es ist ja dann doch wiederum sozusagen als Roman nicht im engeren Sinne ein Roman, weil sie kann ja nicht sozusagen das ganze Buch fertig schreiben, sie kann es nicht rückwärts korrigieren, sie kann es nicht redigieren, sondern es akkumuliert mit der Zeit. Das finde ich ein interessantes Experiment, weil das sozusagen nicht mit dem Futur 2 rechnen darf. Sondern einer kontinuierlichen Gegenwart. Ich habe das Gefühl, also ich sehe schon ein, ich merke, ich werde mich jetzt wieder mir selber widersprechen. Also ich könnte mir das jetzt tatsächlich als einen interessanten Formalismus vorstellen, wenn man immer wieder neu von der Gegenwart ansetzt. Also wenn man so seriell diese ganze Frage der Pandemie seriell denkt und immer wieder neu ansetzt und immer wieder neu ansetzt. Und eigentlich gibt es nicht wirklich eine Entwicklung, weil das ist ja da, wo wir im Moment sind. Wir haben ja das Gefühl, wir dachten, das wird eine Kurve sein und dann hört es auf. Aber es ist eben gar keine, es geht weder so, noch geht es so, sondern ich habe so das Gefühl, es geht so. Ja. Also das wäre so dieses, einfach wir sind weiterhin in einer Gegenwart, die sich zwar ein bisschen verändert, aber nicht ganz verändert, eingefangen. Aber sind wir deshalb sozusagen auch näher bei diesem Narrativen der Kunstwerke, weil die dann doch ein Ende haben? Ich habe das Gefühl, das ist, warum wir die jetzt wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, in 10 Jahren könnte man sich das anders, könnte man das dann anders darstellen. Aber mittendrin in dieser Gegenwart wollen wir, dass das irgendwann mal aufhört. Also das höre ich jetzt manchmal auf der Straße. Weißt, also ich habe jetzt genug, das soll jetzt einfach aufhören. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber das wird jetzt nicht passieren. Und ich glaube, das ist die Frustration. So zu sagen, wir waren doch eigentlich ganz ordentlich und wir haben uns doch gut verhalten im März und im April und wir haben es jetzt auch verstanden, wir sollen jetzt nicht mehr so viel mit dem Flugzeug fahren und ja gut, ich bin jetzt ein bisschen netter mit der Pflanze, aber jetzt ist auch gut, ja. Das ist nicht die Realität und ich glaube, das ist ein Teil der Frustration, die die Leute jetzt im Moment haben, weshalb mir es ja so wichtig ist, dass man das als einen Moment des über etwas Nachdenkens begreift. Jetzt muss ich nachdenken. Elisabeth Sobotka ist hier im Publikum und lacht. Keine bessere Fachfrau in diesem Land für die Oper. Die Oper ist ja sozusagen das Narrativ in der Musik. Also ich weiß nicht, ob Freud sich über die Oper Gedanken gemacht hat, aber man fragt sich ja, ich persönlich schaue ja gern Fußball. Und der Unterschied zwischen Oper und Fußball ist der, dass man Fußball nicht weiß, wie es ausgeht. Dass man weiß, wie es ausgeht? Nein, eben nicht. Beim Fußball weiß ich nicht, wie es ausgeht. Aber ich mache das beim Fußball nicht. Ich schaue zum Beispiel ein vergangenes Spiel nicht nochmal. Warum mache ich das nicht? Bei Oper kann man immer wieder schauen. Ja. Ja, also Fußball ist mir so fern, dass ich mir ja gar nicht vorstellen kann, warum ich das überhaupt anschauen würde. Ist die Oper fern? Nein, die Oper ist mir eben gar nicht fern. Deswegen wollte ich jetzt was zur Oper sagen. Ich glaube tatsächlich, in der Oper, ich meine, es gibt doch diese Witze über die Sopranistin, die springt dann vom Turm in der Tosca und dann ist sie tot und dann klatscht das Publikum ganz laut. Dann steht sie wieder auf und klettert wieder auf den Turm und singt dann nochmal und springt dann nochmal runter. Ich glaube, da ist der Reiz einfach tatsächlich, man weiß, was kommt und man kennt auch die Musik und die verliert ihre Zauberkraft nicht nur nicht dadurch, dass man sie schon kennt, sondern sie gewinnt sie durch das bereits schon Erkannte. Also dass man etwas wiedererkennt und gleichzeitig mit jedem Mal nochmal genießen kann. Und das ist im Film dasselbe, oder? Ja, genau. Genau. Nein, er will ja das Ende nicht wissen, deswegen schaut er immer Fußball.
Nee, es gibt ja, das gibt's ja, hat es ja vor allem im Lockdown gegeben, dass manche Fernsehsender in der Mangelung eines aktuellen Programmes dann alte Spiele, aber das, es gibt nichts Öderes als das. Ne? Auch wenn es dann tragische Momente gibt, die man vergleichen könnte mit sozusagen Narrativ oder dramatische Figuren und so weiter. Aber anscheinend. Nein, ich möchte wirklich Fußball nicht schlecht machen. Von daher. Jetzt gebe ich mir eine Antwort, die mich zu einer Frage, die mir niemand gestellt hat, aber. Aber wahrscheinlich ist es dann doch so, dass wir nicht nur ein Narrativ suchen, sondern auch jemand, der uns für dieses Narrativ kreiert hat. Und, genau. Ja, genau. Und dass wir diesem jemand, dem Autor, der Autorin sozusagen, natürlich auch noch mehr unterstellen als nur dieses Narrativ. Und das gibt es im Fußball sozusagen nicht, weil das ist ein Wettbewerb, wo einer gewinnt und der andere verliert. Aber dieses Konzept, dass das alles zusammenstimmt, von vornherein bis zum Letzten durchgeplant ist und durchdacht ist, das gibt es nicht. Und weil ich denke, also das ist wie was auch was mir jetzt passiert ist, als ich dieses, was ich jetzt Pandemiearchiv nenne, ein Pandemie-Bildrepertoire oder Geschichtenrepertoire, jetzt, da ich diese Texte unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt gelesen habe und vor allem miteinander gelesen habe, sieht man doch immer wieder andere Dinge. Und das ist, glaube ich, auch das, was in der Kunst so entscheidend ist. Es gibt nicht eine Wahrnehmung, es gibt nicht eine Empfindung, die ausgelöst wird, sondern es gibt viele und die können sich auch ändern. Also abhängig davon, wo man im Moment emotional ist, wo man vom Alter her ist, sieht ein Theaterstück oder ein Roman oder eine Oper, wirkt anders auf einen, weil man da etwas, vielleicht auch, weil es mit so diesen Projektionsgeschichten zu tun hat. Ich projiziere mich natürlich auch in die Kunstwerke, die ich anschaue, und die machen auch etwas mit mir. Und die machen immer wieder was anderes mit mir, weil ich ja nicht die gleiche bin. Ich bin ja nicht die gleiche, wenn ich den Roman heute in 5 Wochen und dann in 3 Jahren lese. Und das Gleiche stimmt natürlich auch fürs Kino, man achtet auch auf andere Sachen. Und dann gibt es noch das Gedankenmotiv, vielleicht jetzt noch gegen Ende, das bei Ihnen auch wieder immer wieder vorkommt, sozusagen die Idee, dass wir natürlich erleben, dass Kunstwerke die Wirklichkeit präformiert haben oder dem vorausgegangen sind. Mhm. Also wir hatten das in der Ausstellung mit Markus Schinwald, oder wo der Bilder aus dem Biedermeier sehr oft übermalt mit Maskenträgern, aber die Bilder sind 10 Jahre und älter. Und natürlich das Erschütternde ist, dass wir nicht wissen, wie es zu so einer sozusagen Vorhersehbarkeit kommt. Und so etwas Ähnliches ist natürlich auch bei Contagion da, dass man unglaubliche Déjà-vus quasi erlebt. Wie kann das sein, dass die Kunst vorgreift? Sie geben da sehr tolle, differenzierte Antworten. Eine Geschichte ist, glaube ich, die man da ansprechen muss, ist die Geschichte mit dem Flugzeugträger. Ja, da wird es, glaube ich, auch wirklich am deutlichsten. Also wie gesagt, ich habe, als ich dann die Recherche für das Buch machte, während ich das Buch schrieb, mich vor allem auch interessiert, welche Medienereignisse oder Media Spectacles, würde man das nennen, finden jetzt im Moment statt. Und eines hat mich sehr fasziniert, das ist ein Commander, also ein Kommandant namens Brett Crozier, und der war auf einem Flugzeugträger, der noch dazu den Namen SS Theodore Roosevelt hatte. Und der war im South China Sea, also im Südostasien, bewegte sich zwischen Japan, Guam hin und her oder da in dieser Gegend. Die machten da irgendwelche Übungen. Und der Brett Crozier hat die Bilder von der Princess Diamond gesehen. Das war ja eins der ersten Cruise Ships, wo Corona ausgebrochen ist, und die waren dann an der kalifornischen Küste und sie durften nicht in San Francisco landen, mussten dann schlussendlich in Oakland landen. Leute durften an Land gehen und sind dann sofort in Militärquarantäne geschickt worden. Und er hat sich gesagt,
wenn jetzt hier Corona ausgebrochen ist, also es ist ausgebrochen, das hat er herausgefunden, und, aber die Matrosen, die sind so dicht, so, leben so dicht aneinander, das wird eine Katastrophe. Und er hat seine, die Generäle gebeten, wir müssen dieses Schiff in Quarantäne, die Leute müssen weg, wir docken jetzt in Guam an, und die haben gesagt, nein, das können wir nicht machen, wir können diese Übung nicht abbrechen, wir wissen auch gar nicht, ob Guam groß genug ist, damit all diese potenziell infizierten Matrosen dort sein. Jedenfalls, er war so verzweifelt, dass er dann etwas gemacht hat, was er nicht hätte machen dürfen. Er hat eine E-Mail, einen Brief mit großem Pathos ist dieser Brief geschrieben, an 20 Leute, die auch im South Pacific stationiert waren, geschickt. Das hat ein irrsinniges politisches Spektakel produziert, weil sein Überchef, der Acting Navy Secretary, ist jemand, der von Trump eingesetzt wurde. Die anderen Generäle mögen den nicht. Andererseits hatten alle Leute Angst, was wird jetzt Präsident Trump machen. Jedenfalls wurde Brett Crozier rausgeworfen, und das produzierte dann einen Shitstorm auf den sozialen Medien. Und ich erzähle jetzt nicht die ganzen Etappen, weil es ist eine etwas komplexe Geschichte. Es läuft aber eben darauf hinaus, dass das wegen den sozialen Medien so dramatisch wurde. Also man sagt ja auch im Englischen to go viral. Also man hat einerseits den Virus an Bord und dann hat man andererseits das Medienereignis, was in den sozialen Medien sich wie ein Virus ausbreitet, mit dem Resultat, dass dann der Acting Navy Secretary zurücktreten musste. Brett Crozier tatsächlich erkrankte und in Guam im Krankenhaus landete. Der Enkelsohn von Theodore Roosevelt sich einschaltete mit einem Op-Ed in der New York Times, und es auch Leserbriefe und Petitionen gab, und es geht jetzt alles noch weiter. Und mein Punkt ist, aber das haben wir alles schon im Kino gesehen, es gibt nämlich einen Film, der heißt The Court Martial of Billy Mitchell, wo es eine ganz ähnliche Geschichte ist. Es ist einfach, das Narrativ ist eigentlich immer das. Ein Offizier, der sich mehr für seine Soldaten interessiert oder für die Sicherheit der Nation, geht gegen das, was die wichtigen Männer im Militär sagen. Er weigert sich, sich an das sozusagen eine Protokoll zu halten, und geht stattdessen zur Presse. Deswegen wird er in diesem Fall vor Gericht gesetzt. In dem Film von Otto Preminger wird er zwar für schuldig befunden, aber im Nachhinein wird man gewusst haben, dass er tatsächlich recht hatte. Und genau das spielte sich dann auf dieser US Theodore Roosevelt wieder ab, bis zu dem Punkt, dass der Enkelsohn auch sagt, ja, aber mein Großvater hat ja genau dasselbe gemacht. Der war mit den Rough Riders in der Karibik, hat gesehen, dass seine ganzen Soldaten an Dschungelfieber sterben, und ist gegen die Gesetze des Militärs gegangen und hat die einfach alle evakuiert. Das war das Ende seiner Militärkarriere, aber er wurde ja dann US-Präsident. Also diese Rückkopplung, dass es nicht nur so ist, dass die Realität scheinbar das Kino überholt hat, wenn man an einen Film wie Contagion denkt, sondern dass das Kino, die Drehbücher oder aber auch Romane uns eigentlich Vorlagen geben, nachdem sich jetzt reale Medienereignisse abspielen. Aber auch Muster für unser Verhalten. Genau. Also sozusagen, das ist internalisiertes, sozialisiertes, durch Bilder und Denkbilder, ja, und Filmbilder internalisiertes, genau, Verhalten. Ja, weil die Leute, die sich so für Brett Crozier dann einsetzen, setzen sich für ihn ein. Weil sie das ist in dem Film von Otto Preminger wird ja auch noch von Gary Cooper gespielt. Weil sie das, ob sie das jetzt bewusst wissen, ist gar nicht so das Entscheidende. Das sind die Bilder, die man einfach im Kopf hat. Und die werden auch über bestimmte Schauspieler oder Stars oder eben über bestimmte Autoren verkörpert und dadurch auch weitergetragen und sind wirklich Teil der Art, wie wir denken, also wie wir die Welt sinnhaft verstehen, wie wir sie kognitiv ordnen. Also würde es jetzt eine Frau wie Ellen geben, die sich für die Welt opfert? Wir würden sie erkennen und sofort zur Opferung führen. Ja, das habe ich mich gefragt, weil das, also für die sündige Frau habe ich natürlich Beispiele gefunden in der jetzigen Zeit, aber für die Frau, die man als Opfer, da habe ich würde so gerne eine finden, aber ich glaube, wir würden sie, wenn es sie gäbe, würden sie wahrscheinlich tatsächlich erkennen. Und die Tatsache, dass wir sie bis jetzt nicht erkannt haben, sagt uns, es gibt sie noch nicht. Aber wir würden sie schnell in den Tod führen. Ja, ganz bestimmt. Was für ein scheußliches Schlusswort.
Nein, das ist erbauen. Wir müssen sie einfach finden. Nein, ich nehme es zurück. Weil der Punkt ist ja, es ist ja eine falsche Geschichte. Diese Opferung ist ja eine Fantasie. Also insofern, wir dürfen sie nicht finden. Genau, weil es sie nicht geben darf. Ja. Ich habe vorhin gesehen, Sie haben auch zu Siri Hasenbüttel geschrieben. Ja. Also zu Ihrem Interview oder? Wie Sie das sehen, was Sie da schreiben. Es gibt ja auch eine Perspektive. Ja, also tatsächlich, ich habe mich ja lange mit Siri Hustvedt unterhalten, weil ich ja das im Gesprächsband mit ihr gemacht habe. Und sie sagt eigentlich das ganz Ähnliches, was mir dann auch klar wurde. Also der Film Contagion, ja, habe ich nachgeschaut. Also Contagion kommt ja von Con und Tangere, also mit und berühren. Also es ist natürlich, gemeint ist natürlich Ansteckung, aber man kann dieses mit ja auch anders denken. Und das ist so, was mich dann auch bei einer, also bei jemand wie Donna Haraway, mit dem, was sie mit den spekulativen Fabulationen macht, in ihrem neuesten Buch, was ein sehr bizarres Buch ist, das gebe ich zu, aber was ich jetzt begriffen habe, worum es auch Donna Haraway geht. Und ich finde, das ist ganz ähnlich wie das, worum es Hustvedt geht, nämlich zu sagen, wir etwas, was wir vielleicht auch aus dieser Corona Erkrankung begreifen müssen, ist, was es heißt, mit allem Möglichen zu leben, also mit anderen Menschen, sogar mit Kleintieren und eben auch mit Viren. Also nicht so sehr in Ich versus, also ich hier, Zivilisation hier, da Natur, sondern vielleicht, also was das jetzt genau heißt, man darf das jetzt nicht ganz wörtlich nehmen, weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die an diesem Virus nicht nur erkranken, sondern sterben. Aber es geht tatsächlich um ein anderes Denken. Was ist der Mensch in der Welt? Das ist so etwas, was die innerhalb der Eco-Criticism schon seit längerem gedacht wird. Nicht so sehr uns immer ins Zentrum und alles von uns ausdenken, sondern in so einem frivolen Moment sage ich auch, ja, wie sieht's denn von der Perspektive des Virus aus? Oder wie der andere Filmemacher David Cronenberg mal sagte, also wenn man einem Virus sagen würde, er ist eine Krankheit, wäre ein Virus beleidigt, weil er ist natürlich kein, also ein Virus kann jetzt nicht denken, das verstehe ich schon, aber damit, was ich damit meine ist, das ist ja unsere Wahrnehmung von dem Virus, das Virus will ja einfach nur weiterleben. Also insofern, dass die, und das ist eigentlich so der Punkt auch von Siri Hustvedt, wir müssen, es wird ein Morgen geben, es ist nicht das Ende und das Beste wäre, wenn es aber heißt, dass wir die Art, wie wir in der Welt leben und wie wir in der Welt mit allem anderen leben, dass man das umdenken sollte und das wäre auch, ja, genau. Ja. Mhm. Ja, und deswegen brauchen wir auch keine Opfer und das wäre auch Haraways Position, deswegen nennt sie ihr Buch ja auch Staying with the Trouble, also nicht das Problem, was wir jetzt haben, ganz auflösen, sondern lernen, damit zu leben. Ist nicht auch, vielleicht noch ein Gedanke, ist nicht auch die Religion zahnloser geworden und die Kunst wichtiger? Also ich dachte gerade, weil Sie gesagt haben, Contagion heißt sozusagen nicht berühren oder berühren, sozusagen mit der Berührung. Mhm. Das Nicht-Berühren sozusagen in der Kunstgeschichte ist das Noli Me Tangere, oder? Mhm. Maria Magdalena und Jesus von Nazareth ist der Erste, der Social Distancing einfordert, oder? Zuerst. Sozusagen. Aber in Wirklichkeit ist er schon auferstanden und eigentlich vollkommen immun. Also der könnte quasi alles zu... Das tut er doch auch die ganze Zeit. Es geht doch auch so oft um tatsächlich berühren, ja, ja. Und sich berühren lassen. Aber warum, jetzt abgesehen von sozusagen dem eher witzhaften, sozusagen witzhaften Trink, aber warum ist die Religion weniger wichtig geworden? Weil es ein globalisiertes Phänomen ist und so viele Religionen betroffen sind? Oder... Eigentlich haben die Religionen, besonders sozusagen die monotheistischen, die haben große Erzählungen, erstens große Narrative und zweitens auch immer Seuchen in ihren Narrativen. Ja, es gibt viele Seuchen, die habe ich mir dann auch angeschaut. Pesachfest zum Beispiel hat ja ganz wichtig mit einer Seuche zu tun und der Seuche Engel, der dort interessanterweise die Türen markiert,
derer, die, die nicht hingerichtet werden sollen. Ja, ich überlege jetzt gerade, warum das so sein sollte. Und ich frage mich, ob das nicht tatsächlich auch mit Ihrer Frage schon zu tun hat, ob die angemesseneren Geschichten nicht eher, also ich nehme das jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen von Donna Haraway, nicht eher ein Umdenken von mythischen Geschichten sind. Und zwar so, dass wir sie dem anpassen können, wo wir jetzt sind, während die großen religiösen Narrative sind ja verhältnismäßig hermetisch. Also an denen kann man nicht so, ich meine, wir können sagen, Gott ist eine Frau, aber das bringt uns jetzt auch nicht wirklich viel weiter. Und kann es auch, auch daran liegen, dass sie durch die Jahrhunderte ausgereizt sind? Also sozusagen, dass mangels alternativer Erklärungen natürlich die Religion immer die Erklärung bot, auch sozusagen. Also die Pest ist natürlich nicht nur die Pest, sondern die Pest ist auch eine Schuld die, oder eine Bestrafung und so weiter. Okay, oder vielleicht drehe ich es jetzt doch nochmal ein Stück anders. Also gerade mit Pest und göttlicher Strafe, das ist, findet man wirklich weit ins 19. Jahrhundert. Aber das ist jetzt etwas, was, ich glaube, das funktioniert im Moment nicht. Ich glaube, das geht jetzt als Bild nicht. Und das hat auch damit zu tun, weil wenn man sagt, die Pest ist eine göttliche Bestrafung, dann ist klar, okay, wir akzeptieren jetzt, dass wir Sünder sind und dann büßen ist richtig, nicht wahr? Das stimmt schon, büßen. Ja? Und dann ist aber auch alles wieder gut. Aber das ist, das ist, wo Staying with the Trouble das bessere Bild ist. Nämlich, wir müssen jetzt die Verantwortung für uns übernehmen. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die großen, also die religiösen Narrative unserer monotheistischen Kulturen haben weniger damit zu tun, was heißt es, wenn ich die Verantwortung selber übernehme. Und wenn ich auch merke, also gut, böse, schuldig, nicht schuldig, das ist nicht so sauber zu trennen. Und das saubere Trennen davon, und hier sind die Gebote, nach denen du leben sollst, abhängig von welcher Religion es ist, passen wirklich, glaube ich, nicht genau auf die Zeit, in der wir jetzt im Moment sind. Und weil es, denke ich, damit zu tun hat, nicht zu sagen, also das ist jetzt ein bisschen steil als These, aber ich sage es trotzdem, es hat ja etwas, ein bisschen etwas mit einer Verschwörungstheorie zu tun. Da ist eine Figur, wir nennen sie Gott oder wie immer, und sie hat alles in der Hand. Und dann gab es halt da diesen dummen Sohn Gott, der wie Gott sein wollte, also wird er in die Hölle geworfen, und jetzt gibt es einen permanenten Kampf zwischen diesen zwei Figuren. Ja, das ist eine Verschwörungstheorie, weil das eigentlich heißt, es entlastet uns von unseren eigenen Verantwortung, weil eigentlich wird das ja alles von oben dirigiert. Und ich glaube, das ist kein passendes Narrativ für da, wo wir im Moment sind. Vielleicht beziehungsweise auch, das, was Sie gesagt haben, sozusagen auch Perspektivenumkehr. Ich muss jetzt wieder in Bildern denken, sozusagen, ich habe jetzt vor mir Michelangelo oder David und Gott, Adam und Gott. Und die beiden berühren sich ja nicht, bekanntlich in dieser berühmten Bewegung. Und normalerweise würde man das ja so deuten, sozusagen, dass Gott Adam nicht berührt oder im letzten Moment sozusagen ihm zwar das Leben einhaucht, aber nicht wirklich, da die Verbindung ist. Aber jetzt würde man es ja umgekehrt sehen und Adam berührt Gott nicht, weil er zur Risikogruppe gehört, weil er so einen weißen Bart hat. Ne? Oder er berührt ihn nicht, weil er findet, ach, du hast mir nichts zu erzählen. Nein, aber kann das nicht, das ist natürlich auch wieder ein Witz, aber Das ist ja hilfreich, dass wir auch zu einer Säkularisierung gefunden haben und dass das Virus sozusagen geschlechtslos ist, identifikationslos. Genau. Es kann auch von dieser PC-Sache nicht eingefangen werden. Ja. Er ist ein Neutrum und nicht einmal das. Ja. Bei Luther gibt es übrigens den Begriff der Adiaphora, also sozusagen Dinge, die weder gut noch böse sind, sozusagen vollkommen zwischen den Dingen liegen. Genau. Also, und ich glaube, das ist, worum ich jetzt auch kreise. Ich glaube, dieses in Gut-Böse und allen anderen Oppositionen-Denken passt für unsere globalisierte, extrem komplexe Welt nicht. Und was ich schon toll finde, ist, dass in diesem Fall, also jetzt in dem Covid-19-Fall, die Angesteckten nicht als Aussässige behandelt wurden.
Also, dass sie nicht stigmatisiert wurden. Also ich weiß, es gab junge Leute, die fanden, diese alten Leute sollen doch bitte zu Hause sein. Und dann kenne ich ein paar alte Leute, die mir erzählt haben, wir wurden angespuckt von jungen Leuten. Und dann gibt es wiederum ältere Leute, die jetzt mittlerweile finden, diese ungezogenen jungen Leute, warum müssen sie so viel Party machen? Aber wenn Sie sich das mal überlegen, wir suchen im Moment keine Sündenböcke bei den Menschen. Wir suchen sie vielleicht bei den Politikern. Aber es ist nicht so, dass man eine Gruppe sucht und sagt, die ist dafür verantwortlich. Und wenn wir die... Sind Sie wirklich der Meinung? Ich bin mir ich bin nicht so optimistisch. Ich würde jetzt eher mit Ihnen argumentieren, sozusagen das Virus kommt immer von außen und daher sind sozusagen, ist die Bedrohung auch immer außen. Okay. Also okay. Es ist immer sozusagen so eine, wir sind es nicht, aber die anderen. Ja, aber die anderen haben in diesem Fall, ja gut, das sind dann die Chinesen. Also meine chinesischen Studentinnen sagen mir tatsächlich, sie haben das Gefühl, sie werden diskriminiert. Ja, das haben sie mir gesagt, ja. Also gut, ich nehme das Vorherige zurück. Das Buch heißt Angesteckt. Das ist sicher, sozusagen, wie ist es gemeint? Ja, er ist ein cleverer Leser, das muss ich schon sagen. Also es ist natürlich schon so, es geht darum, es geht um Kulturen, die angesteckt werden, Menschen, die angesteckt werden, aber es geht mir natürlich vor allem auch darum, dass ich angesteckt wurde von der Idee, über dieses Thema zu schreiben und dass ich dieses Buch so geschrieben habe, dass ich hoffe, meine Leser mit dem Buch anzustecken, zu Filme schauen, über die Bücher nachdenken, über sich selber nachdenken. Also angesteckt werden, nicht als etwas Negatives, sondern wirklich als eine Form von Kommunikation. Ja. Wunderschöne Werbeeinschaltung. Ja, Frau Proffen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es war großartige Unterhaltung. Ja, danke auch, dass Sie gekommen sind. Und bitte alle das Buch mitnehmen. Ja, Shutdown. Vielen Dank. Sehr schön, sehr schön. Noch ein letzter Satz. Frau Bonfim hat das Kunsthaus Bregenz am 11. Februar besucht, zur Ausstellung Bunny Rogers, und hat dafür einen Text verfasst, der auch da vorne sozusagen in dem neuen Katalog über Bunny Rogers zu lesen ist. Also nicht nur ein Buch mitnehmen, sondern zwei. Es hat immer mit Tod zu tun. Was ist los? Das Kochbuch. Ja, Gott, es liegt doch noch ein Kochbuch, weil sie werden bald wieder im Lockdown sein. Und dann haben sie ganz viele Rezepte, die sie kochen können. Dankeschön. Ja, okay, danke.